Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Kalmsten. Ja, es ist vollbracht, das Feld ist gekalkt und gedüngt, ihr seht's an den Werten, alles perfekt. Das heißt, lasset das Schlafen beginnen und zwar gleich nach dem Intro. So, da bin ich auch schon in meinem Haus und werde mich natürlich als allererstes gleich wieder in die Seite verziehen. So, hier haben wir Wauzi. Ich möchte mal nochmal das mit dem Ball probieren. Es muss doch irgendwie klappen. So, ich habe den Ball. Wauzi. Tut den gar nicht. Wauzi hat keinen Bock zum Ball spielen. Na gut, aber fressen, das tut er. Zack. So, die Tiere sind versorgt, unsere Produktionen sind bestückt. Wir können guten Gewissens mal einen Monat auf jeden Fall überspringen. Da müssen wir ja wieder spritzen. Zack, dann sehen wir uns nächsten Monat wieder. Aufgewacht mitten in April. Dann gucken wir doch mal, wie unser Feld aussieht. Ja, und wir sehen hier Unkraut, Unkraut, Unkraut. Da hilft nur die Spritze. Nein. Ich glaube, die habe ich ganz vorne stehen. Ich hänge dich mal ab. So. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Ich hoffe doch sehr. Aber das könnte sogar fast reichen. Wir probieren das mal aus. Wir müssen natürlich jetzt auch für die Spritze einen neuen Kurs machen. So, das heißt, Job erstellen. Wir werden auch mit der Spritze hier anfangen. Wir haben 24 Meter, ein Fahrzeug, ein Vorgewende, weich, keine Reihen überspringen. Inselumfahrung machen wir wieder. Oh, wir könnten auch mal keine Umfahrung machen bei dem Feld hier. Ich hoffe mal nicht, dass wir den Strommasten zu nahe kommen. Ich probiere es mal aus, komm. Schaden kann es ja nicht. Ich mache hier wieder minus 0,2. Ein bisschen drüber kann er spritzen. Ja, dann generiere mal den Kurs. Oh. Hier muss ich draufklicken. Und auch hier muss er wieder ein bisschen rechnen. Aber es geht schneller wie gedacht. Wie viel Meter haben wir? 24. Ja, ich glaube, da kommt er gut dran vorbei. Gucken wir mal. Erst einmal speichern. Feld 1, Kurs speichern. F01 war es. Das ist dann Pflanzenschutz. Pflanzenschutz mit 24 metrischen Metatas. So, ich gebe mal den richtigen Move ein. Man weiß ja nie, vielleicht muss er doch nachfüllen. Also, Feld 1. Flüssigbeladung, das passt. Aber Flüssigdünger ist nicht, sondern Herbizid. Dann würde ich sagen, wenn du am Feld ankommst, fängst du an. Und wir fahren zuerst aufs Feld. So, gibt mir wieder die Gelegenheit fürs Dampfen. Bin ich gar nicht traurig dafür.
Wann können wir denn ernten? Warte mal, was habe ich denn auf den anderen Feld? Ich glaube, hier habe ich Gerste drauf. Kalender. Gerste. Juli. Genau wie Raps auch. Die werden gleichzeitig reif. Okay, okay. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, ein eigenes Hofsilo aufzubauen, weil das hier ist ja richtig kacke zum Abladen. Ich habe da auch ein schönes gefunden. Das werden wir dann, ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser Folge noch reicht oder in der nächsten Folge, auch schon aufbauen. Da werde ich wohl noch etwas verkaufen müssen vorher, damit wir wieder etwas Geld kriegen. Mal gucken. Ja, ich denke, wir machen das diese Folge. Ich will nur mal gucken, ob der hier ohne Schwierigkeiten an den Strommasten da vorbeikommt. Ob die Kollisionserkennung so intelligent ist und die Dinger umfährt. Warum spritzt du jetzt großflächig? Halt, da stimmt was nicht. Stopp. Warum erkennst du das Feld nicht? Habe ich da... Ich habe doch die Bodewelle gekauft, oder? Gucken wir noch mal rein. Ja. Bodewelle sind... Aktuell keine Bodenproben zur Analyse, aber hier habe ich doch erst gekauft. Warum erkennt meine Spritze dieses Feld nicht? Wir legen noch mal Geld in die Hand. Bodenwerte kaufen. Trotzdem erkennt die Spritze das nicht. Das irritiert mich jetzt etwas. Es irritiert mich jetzt richtig gewaltig. Garage, Spritze. Fahren mal zur Werkstatt. Ich schaue mir das mal an. Wir sehen uns dann beim Fahrzeughändler der Werkstatt wieder. Bis gleich und jetzt geht's ab ins Wurmloch. Hui! So, da sind wir auch wieder ausgespuckt direkt beim Fahrzeughändler. Ich schaue mir jetzt das mal an hier. Gucken wir erstmal dieses Teil hier konfigurieren. Wir haben Seed und Spray installiert. So, dann gehen wir mal zum Traktor. Konfigurieren. Da haben wir dieses ISO nicht. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Ich werde es mal dazu holen.
Kostet mich nochmal 14.000. Ja. Ja, dann gehen wir zurück zum Feld und wir sehen uns dann bei unserem Feld 1 wieder. Zack. Und Abfahrt. Und ihr geht jetzt wieder ins Wurmloch. Hui! So, da sind wir. Feld 1 liegt direkt vor uns. Stopp dich nochmal. Geh mal aufs Feld und hier steht ganz deutlich Unkraut. Ja. Wachstum. Bodenbeschaffenheit, Unkraut. Ist hier auch ganz deutlich zu sehen. Es ist, naja, und man sieht sie auch hier. Da ist Unkraut, da. Naja, kann ich jetzt nicht ändern, ist wie es ist. Dann machen wir, spritzen wir halt so, wie gesagt. Vielleicht war das Unkraut schon drauf, bevor. Also ich jetzt kaputt. Wieso kann ich das nicht einschalten? Oh, was ist denn heute wieder los? Cosplay-Feldarbeit. Muss doch da irgendwo starten können. Ich hau den Kurs mal raus. Ach, da steht kein Kurs drin. Auf einmal. Achso, ich war ja in der Werkstatt. Pflanzenschutz. Kurs laden. Erster Wegpunkt. Jetzt haben wir doch die Sache hier. Auch wenn die Maschine jetzt hat keinen Unkraut erkennt hier. Lass ich die jetzt einfach mal laufen. Bin mal gespannt, ob die überhaupt was rauslässt jetzt hier. Wenn sie kein Unkraut erkennt, wird sie ja auch nicht spritzen. Ah doch, es geht raus. Naja, wenigstens wird gespritzt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren hier. Da werde ich dann wohl doch Weltinsel umfahren müssen. Bedeutet der Kurs. Der taugt nichts. Den können wir gleich löschen. Dass ich mal Ärger bekomme beim Spritzen, das hätte ich mir auch nicht denken lassen. Ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen hier. So, der Kurs kann raus. Zack. Eintrag löschen. Pflanzenschutz. Ja. Den müssen wir neu machen. So. Job erstellen. Hier geht's los. Vierundzwanzig Meter. Inselumfahrung. Kreis. Genau. Dann generieren wir den Kurs neu.
Jetzt muss er mich alles berechnen natürlich. So, der Kurs ist gebaut. 24 Meter. Speichern wir neu. Kurs speichern. Feld F-01. Lanzen mit 24 metrischen Metadas. So. Dann gucken wir uns das jetzt halt an. Ja, jetzt muss er echt dahin fahren. Ja, wenn die Strommasten nicht da wären, könnte man hier locker ohne Feldumfahrung machen, weil da hat er ja keine Hindernisse auf der Feldinsel. Die Hindernisse sind tatsächlich jetzt nur hier diese Strommasten. Dass jedes Feld nicht erkannt wird, kann jetzt daran liegen, dass wir jedes Feld gekauft haben, obwohl schon die Gäste oder was ja drauf ist, da war. Und deswegen auch das Unkraut eben so komisch wächst. Na, ob das was wird hier, so wie du das umfährst? Ich weiß es nicht, ob das jetzt klappt. Ah doch, hat er gut gemacht. Dass deswegen hier das Unkraut auch großflächig hier wachsen tut. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Werden wir sehen, wenn wir das nächste Mal ansehen, ob dann das Unkraut wieder so wächst, wie wir es bei Precision Farming gewöhnt sind. Anders kann es nicht sein. Das ist eben, das Feld war ja schon so, wie es ist, wo wir es gekauft haben. Also da war schon Gerste, da war ich da drauf. Hafer. Da war der Hafer schon drauf. Naja, gut. Soll uns nicht irritieren. Jetzt haben wir halt jede Menge Zeit verloren und ja, haben nichts mehr, nichts mit unserem schönen Bau vom Hofsilo. Das müssen wir dann tatsächlich nächste Folge machen, weil hier sind wir ja in 2 Minuten fertig. Da lohnt es sich nicht mehr anzufangen. Wir bleiben jetzt die 2 Minuten hier bei der Spritze, gucken uns die Feldumfahrung an. Und dann war es das hier heute. Spritzen mit Hindernissen. Ja, so werde ich diese Folge nennen. Hat ja nicht gut geklappt. Also bei den anderen Feldern hat es ja funktioniert. Da hat er ja wunderbar nur da gespritzt, wo auch wirklich Unkraut war. Und hier ist halt das Unkraut großflächig gewachsen. Naja, gut. Ich steige hier mal ab. So, lass den alleine machen hier. Liebe Regie, ne, ich gehe mich da vorne hin. Da kommt der vielleicht uns noch mal besuchen. Während unserer Verabschiedung. So, da muss er ja noch spritzen. So, liebe Regie, mach du mal den Sound weg jetzt.
Vielen Dank. Ich werde jetzt gleich einmal mich wieder groß machen. Burp. Und dann gehen wir in die richtige Position. So. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Das war's hier auf der Kalmsten. Ich hoffe mal, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann schon mal Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss rein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter gehen, auf Wiedersehen.